Hallo, mein Name ist Annika und ich freue mich sehr, dass du hier bist zu deiner Zauberwald-Einschlafmeditation. Kuschel dich hierfür in dein Bett. Mache es dir so bequem wie möglich. Und dann schließe deine Augen. Komme langsam an. Manchmal ist unser Verstand am Abend noch sehr aktiv und es dauert vielleicht eine Weile, um all die Eindrücke des Tages hinter sich zu lassen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Kehre einfach immer wieder ganz bewusst zurück zu meiner Stimme. Lasse deinen Verstand dadurch immer mehr und mehr in den Hintergrund gelangen. Lasse ihn immer leiser werden. Dies wird irgendwann ganz von alleine geschehen. Lasse jeglichen Druck los. Du darfst es mit jeder Faser deines Körpers wirklich genießen, einfach hier zu liegen, zu lauschen und alles genauso anzunehmen, wie es ist. Akzeptanz macht dich innerlich frei. Akzeptanz schenkt dir Frieden, Ruhe und Leichtigkeit. Und je mehr du dich jetzt von dem Gedanken löst, irgendetwas Bestimmtes tun oder jemand Bestimmtes sein zu müssen, desto mehr fühlst du den Kontakt mit dir selbst. Den Kontakt mit deinem Innersten. Diese Zeit hier und jetzt ist nur für dich allein. Entspanne dich. Lasse deine Stirn ganz locker werden. Ganz weich. Entspanne auch deine Schläfen. Deine Augenbrauen. Den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Deine Augen sind sanft geschlossen. Entspanne deinen Kiefer, sodass sich Unter- und Oberkiefer nicht berühren. Vielleicht möchtest du deinen Mund minimal öffnen. Lasse noch mehr los. Deine Zunge liegt ganz locker, ohne den Gaumen zu berühren. Jeder Muskel deines Gesichts ist weich und geschmeidig. Vielleicht fühlt sich die Entspannung wie ein leichtes, wohliges Kribbeln an. Vielleicht auch ganz anders. Spür in dich hinein. Was nimmst du wahr?
Und nun lasse genau dieses Gefühl der Entspannung langsam deinen Körper hinunterwandern. Es strömt in deinen Hals und Nacken. In deine Schultern. In deine Arme und Hände. Es dehnt sich in deinem gesamten Oberkörper aus. Es fließt weiter hinunter in dein Becken, in dein Gesäß und in deine Hüfte. Die Entspannung erfüllt schließlich auch deine Beine und Füße. Lasse deinen gesamten Körper ganz schwer werden. Ruhig und schwer. So schwer, als würde er ein paar Millimeter in deine Unterlage hineinsinken. Sage in Gedanken zu dir, ich bin ruhig und entspannt. Ich bin ruhig und entspannt. Ich bin ruhig und entspannt. Um in eine noch tiefere Entspannung zu sinken, sieh nun vor deinem inneren Auge eine Treppe, die mit 10 leuchtenden Stufen nach unten führt. Die Stufen strahlen hell und warm. Du wirst sie gleich ganz sicher und bequem hinabsteigen. Und je weiter du nach unten gelangst, desto mehr wird sich das wunderbare Gefühl der Ruhe in dir ausdehnen. Du betrittst die oberste, die 10. Stufe. Ihr warmes Licht überträgt sich auf dich. Es schenkt dir Geborgenheit und Vertrauen. Du steigst hinab auf die 9. Stufe. Dein gesamter Körper ist wohlig warm. Jeder Muskel ist locker. Du erreichst die 8. Stufe. Dein Verstand
wird immer leiser, immer ruhiger. Du betrittst die 7. Stufe. Du verschmilzt mit dem Hier und Jetzt. Du steigst tiefer auf die 6. Stufe. Und du fühlst dich mit deinem ganzen Sein. Du gelangst auf die 5. Stufe. Du atmest tief und frei. Du erreichst die 4. Stufe. Und spürst Körper, Geist und Seele als eine harmonische Einheit. Du betrittst die 3. Stufe. Du bist dir selbst ganz nah. Du steigst tiefer auf die 2. Stufe. Bist vollkommen ruhig und entspannt. Und schließlich bist du ganz unten am Fuße der Treppe angelangt und direkt vor dir siehst du einen ebenerdigen, leuchtenden Weg. Du folgst ihm ganz langsam und achtsam. Gehst Schritt für Schritt. Alles um dich herum ist in dieses warme, strahlende Licht getaucht. Dieses ganz besondere Licht, welches du auch in dir spürst. Nach einiger Zeit erblickst du einen Torbogen, hinter dem sich ein großer, leuchtender Wald befindet. Du gehst langsam auf ihn zu. Und dann siehst du, dass dort eine kleine Fee auf dich wartet. Sie lächelt dich an und winkt dich zu sich. Du gehst weiter und als du schließlich direkt unter dem Torbogen stehst, fällt ein Regen aus goldenem Glitzerstaub auf dich hinab. Als der Staub deinen Körper berührt, nimmst du wahr, dass du kleiner wirst, immer kleiner und zarter, bis du nur noch wenige Zentimeter groß bist,
genauso wie die Fee. Dann spürst du, dass dir Flügel wachsen. Wunderschöne, große Flügel. Du machst vorsichtig deine ersten Flügelschläge, erst ganz kleine, zaghafte, dann immer größere und du kannst es kaum glauben, du fliegst. Die Fee lacht dich an. Sie fliegt fröhlich um dich herum und lädt dich dazu ein, nun gemeinsam in den magischen Zauberwald zu fliegen. An diesen besonderen Ort der Liebe, der darauf wartet, jetzt von dir erkundet zu werden. So fliegt ihr gemeinsam los. Voller Freude schaust du dich um. Gleitest von einer Seite zur anderen, von oben nach unten und nimmst die Schönheit dieses Ortes mit all seinen Details in dich auf, mit seinen kleinen und großen Wundern, die du zum ersten Mal aus dieser ganz neuen Perspektive siehst. Du tanzt durch die Luft und nimmst wahr, dass direkt unter dir unzählige, farbenfrohe Pflanzen aus der Erde sprießen. Immer genau dort, wo du gerade entlang fliegst. Frische Gräser, Klee, die unterschiedlichsten Blumen, Pilze und Kräuter wachsen empor. Und sie alle leuchten warm und hell. Ein Meer aus Farben und Formen. Überall entsteht neues Leben. Die Blumen versprühen ihren herrlich süßen Duft. Es werden immer mehr. Überwältigt von dieser Schönheit setzt du dich auf eine Blüte. Du wirst ganz ruhig, um dich voll und ganz diesem Moment hinzugeben. Du siehst dich um. Bestaunst die scheinbar endlos hohen Bäume. Ihre kräftigen Stämme und ihre großen, leuchtenden Baumkronen. Und während du hier in der Stille sitzt, bemerkst du auf einmal, dass die Pflanzen zu dir sprechen. Sie flüstern dir leise und liebevoll zu. Schon so auf dich gefreut.
meine Magie. Nach einer Weile fliegst du weiter, schwebst leicht und spielerisch durch die Lüfte, die kleine Fee immer in deiner Nähe. Ein paar neugierige Schmetterlinge begleiten euch auf eurem Weg. Du atmest bewusst die frische Waldluft ein und fühlst ihre heilsame Wirkung. Raum und Zeit sind hier nicht mehr von Bedeutung. Du lässt alles hinter dir. In diesem Moment gibt es nur noch dich und diesen Ort. Und immer wieder hörst du das sanfte Flüstern der Pflanzen. Spüre das Leben an diesem Ort. Spüre das Leben in dir. Und erlaube dir von Herzen glücklich zu sein. Ein Stückchen weiter erblickst du einen kleinen Bach. Du landest auf einem Pilz ganz nah am Ufer. Ein Marienkäfer gesellt sich zu dir und so schaut ihr gemeinsam ganz friedvoll in das kristallklare Wasser. Und jetzt gibt es nur Frieden. Lebe die Freude deines Seins. Du fliegst langsam mit der Fee weiter. Und schließlich gelangt ihr auf eine Lichtung. Am Rande dieser Lichtung haben sich alle Tiere dieses Zauberwaldes zusammengefunden. Sie sitzen auf den Bäumen und Blumen, im Gras und in den Büschen. Und sie alle haben schon auf euch gewartet.
Als sie euch erblicken, schauen sie neugierig und fröhlich zu euch hinüber. Du lächelst sie an und siehst, dass auch sie von diesem wunderschönen, strahlenden Licht umhüllt sind. Sie sprechen zu dir. Wir alle sind miteinander verbunden. Wir alle sind Licht und Liebe. Wir alle sind Licht und Liebe. Und genau das fühlst du auch in diesem Moment. Eine tiefe Verbundenheit mit allen Lebewesen. Ob groß oder klein, stark oder schwach, sichtbar oder unsichtbar. Die Fee fliegt zu dir und legt dir einen kleinen leuchtenden Samen in die Hand. Du pflanzt ihn ein. Und die Waldbewohner flüstern zu dir. Sprich uns nach. Sprich uns nach. Ich bin dankbar für die Fülle im Hier und Jetzt. Ich bin dankbar für die Fülle im Hier und Jetzt. Ich danke dem Leben für die Schönheit des Seins. Ich danke dem Leben für die Schönheit des Seins. Ich fühle tiefe Liebe in meinem Herzen. Siehst du, dass eine kleine Pflanze aus dem Boden sprießt? Sie wird langsam größer, wächst höher und höher. Ich bin dankbar, dass ich sicher und geborgen bin. Ich bin dankbar, dass ich sicher und geborgen bin. Ich fühle, was gut für mich ist. Ich fühle, was gut für mich ist.
ich täglich wachsen darf. Dein Lebensbaum wird immer größer und kräftiger. Sein Stamm ist fest mit der Erde verwurzelt. Du schaust nach oben und siehst die anmutige Baumkrone unter dem dunkelroten Abendhimmel. Ich bin dankbar, dass ich mit mir selbst im Frieden bin. Ich lade Liebe und Freude in mein Leben ein. Überwältigt von so vielen wunderschönen Eindrücken, legst du dich unter deinen Lebensbaum. Du fühlst seine Energie, so kraftvoll, so klar, so echt. Der Mond geht langsam auf, sein Licht umhüllt dich sanft und schützend. Am Himmel leuchten unzählige Sterne. Im Wald wird es leiser. Zeit zu schlafen. Du machst es dir gemütlich und mit dir auch all die anderen Waldbewohner. Du deckst dich mit einem Blatt zu. Schaust noch einmal in den Himmel und siehst eine Sternschnuppe. Wünsch dir was. Wünsch dir was. Die Fee lächelt dich mit leuchtenden Augen an. Du verinnerlichst deinen Herzenswunsch und dann schließt du sanft deine Augen. Du wirst immer ruhiger. Du sinkst langsam in einen tiefen Schlaf. Du schläfst ruhig und friedvoll. Erfüllt und umarmt von Liebe und Frieden.
dich gibt.